Durch. Das heißt, wir könnten den Material durch auch anlegen. Das wäre natürlich was ganz Feines, ne? Hier, Arsene Lupin. Zack, einfach mal den Material durch angelegt, als ob ich es nicht schon hunderte Male davor getan hätte. Ability sieht dann. Arsene Lupin. Zack, was macht das? Erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Clown. Das ist natürlich was ganz Großes, was wir hier haben jetzt. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Clown. Jetzt will ich mal sehen, was wir hier so für Gegner haben. Denn wir könnten uns tatsächlich nochmal eine kleine Auszeit gönnen und ein bisschen leveln. Wenn denn die Gegner immer noch so wenig EPs bringen sollten, werden wir das natürlich nicht machen. Zack! Ja. Mach mal, Vivi. It's your turn. Bats! Voll auf die 17. Ansonsten werden wir draußen leveln müssen. Wahrscheinlich auch, weil wir ja eh rumlaufen. Von daher hat sich das Ganze eh dann relativiert. Ja, wegen 30 EPs bleiben wir jetzt hier nicht unbedingt. Steiner hat zwar Level 11 erreicht, aber ich meine, ja, wegen Garnet oder so, das ist jetzt hier. Also wegen Garnet alleine bleibe ich jetzt nicht hier da. Das könnt ihr knicken. So. Dann gehen wir mal weiter. Ich denke mal, das müsste das eigentlich an Kämpfen gewesen sein. Hier. Noch einmal ein Jump, Jump. Die neue. Nein. War klar, dass der letzte Kampf nochmal, bevor wir hier rausgehen, passieren wird. Was auch sonst. Das darf ja nicht sein, dass ich irgendwie irgendwas mache und es passiert nicht. Vier Stück gleich. Und dann gibt es uns nochmal hier schön einen Hinterhalt. Rammen. Zack. Vivi wurde direkt attacked. Komischerweise hat Vivi aber die langsamste ATB-Balkerei hier von uns, deswegen kapiere ich das nicht ganz, aber Vivi macht das schon, ne? Vivi macht das schon. Oh ja, die Rabbel. Oh. Na los, komm Vivi. Es wird Zeit, alles fertig zu machen, was sich hier bewegt. Zack. Fast 300 überall genutzt. Das ist natürlich wunderschön gewesen von Vivi. 41, ja, das ist natürlich eine ganz zuckrige Sache. Wir werden das jetzt mal eine Sache probieren, und zwar, wenn wir hier weiterlaufen in dem Bereich, wenn hier weitere vier Puddinge kommen, dann werden wir mal zwei, drei Kämpfe machen noch. Das tut mir jetzt aber leid. Aber aus Gründen des Levelns finde ich, ist es sehr angebracht, diese Sachen hier zu machen. Und ja, es kommen immer wieder vier Leute hier. Das heißt, wir werden hier jetzt ein paar Kämpfe absolvieren. Vor allem, wenn das jetzt so ideal läuft wie hier, dass der Vivi direkt seinen Feuerzauber machen kann und der Kampf vorbei ist. Das ist jetzt nicht die Welt, dass wir hier ein paar Kämpfe machen. Das ist echt wert, weil das sind echt viele Erfahrungspunkte. Und diese Erfahrungspunkte sind gut investiert für uns. Die sind definitiv gut investiert. Und wie ihr sehen könnt, das sind zwei, drei Kämpfe und es sind alle Level-Ups. Und ich sehe das als gute Investition als erstes Mal. Für den Anfang ja auf jeden Fall. Bis wir mal Gegner bekommen, die mehr XP bringen. Und das ist schon... ist schon wichtig, muss man sagen, einfach wie es ist, muss man einfach sagen. 4 Puddinge, ja, ich habe einfach eine Stelle gefunden, die, wo man sagen kann, Levelei hier, die lohnt sich. Ja, deswegen machen wir das jetzt einfach kurz und knackig. Nee, was ist das jetzt hier? Schwarze Magie, bitte. So. Ja. Naja, deshalb
Bevor Vivi wirken kann, ist natürlich jeder andere dran. Das ist natürlich eine Scheiße à la Bonheur. Aber sobald Vivi seine Magie wirken kann, hat sich das Ganze sowieso relativiert für die Gegner, denn die sind dann vollkommen am Ende. So, noch zwei oder drei Kämpfe können wir ja machen. Ja, machen wir mal noch ein paar. Also, es ist nicht so, dass es uns wehtut. Ich meine, Garnet schadet es ja auch nicht, dass sie noch ein paar Level erhält. Und ja, mei, dass wir hier so eine kleine Training-Session haben, das ist halt auch ganz nett. Da kann man ja ein bisschen quatschen. Zum Beispiel, dass ja, was fällt mir jetzt ein? Ja, hier Münchner Christkindlmarkt, ne? Also ist ja schon eine ganz feine Sache bei uns hier. Wie jedes Jahr immer schön und toll und so. Ihr wisst Bescheid. Schwarze Magie von Vivi, bitte. Nee, also ihr war eigentlich schon mal jemand von euch jemals beim Christkindlmarkt hier in München? Wenn ja, schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr den? Das ist eigentlich einfach mal so ein Versuch. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich keine Kommentare erhalten werde. Ich bin einfach so unfamous. Aber ich wollte es einfach trotzdem mal probiert haben. Ja, jetzt könnten wir tatsächlich mal probieren, die Garnet auf Level 10 zu leveln. Und weil bis die Level 10 ist und die anderen halt erst Level 12. Und das ist doch auch was Feines eigentlich, denke ich mal. Oder nicht? Oder wollen wir sie auf Level 7 lassen? So ist halt Level 11, 11, 11 und Steiner halt bald Level 12. Und so würden wir halt auch für sie dann seine AP sammeln, für den Fall, dass wir mal eine stärkere Waffe jetzt demnächst erhalten. So eine Sache, ne? Muss man schon sagen. Also 10,45 hat er ja schon. Wir werden jetzt noch ein Level von unserer Prinzessin machen. Das sind noch 5 Kämpfe. Dann ist sie Level 8, Steiner Level 12 und Vivi und sie dann Level 11. Und dann reicht das aber auch für das Leveln in diesem einen Hinterhalt. Das ist ja wohl das Lächerlichste, was es auf dieser Welt gibt. Ich hasse Hinterhalt. Also, kriege ich einen Kotzkrampf. Muss ich ehrlich sagen, einen richtigen Kotzkrampf. Jetzt natürlich werden wieder alle aufgeführt. Garnet darf jetzt nicht mehr so viel verlieren, weil sonst geht sie drauf, so wie das aussieht. Wir könnten das natürlich auch machen und unseren Steiner zerlegen. Dann erhalten die anderen mehr XPs und dann sie dann zerlegen. Dann erhält Vivi ein paar mehr. Und dann hätten wir Garnet und Vivi. Und die würden dann das Haus rocken. So würde ich das sagen. Aber das wäre kameradschaftlich nicht so. Also wäre nicht so prickelnd von uns gemacht. Muss man schon sagen. Es heißt ja schließlich alle für einen. Und keiner für alle. Oder so, in der Art irgendwie, in der Nähe. Ja. Warum sind hier auf einmal drei? Das ist nicht gerade nett. Schlafelixier wird natürlich auf... Okay, ich dachte schon auf... Garnet gewirkt. Dann hätte ich geweint. Okay, also kein Problem, Leute. Unsere Garnet wirkt jetzt ihre Vita. Da werdet ihr alle jetzt ein bisschen geheilt. Muss man schon sagen, dass es dann kein Problem mehr ist. Sind jetzt eh alle wieder voll. So wie ich denke. Ja doch, sind alle voll eigentlich. Genau. Haben sich alle voll laufen lassen. So, ab jetzt sind es 4 Kämpfe. Wenn mich nicht alles täuscht. 21, 29. Ja, 4 Kämpfe noch. 4 Kämpfe, sofern natürlich 4 Monster erscheinen. Anders natürlich dann noch
5. Was wir aber jetzt mal nicht hoffen. Ehrlich gesagt, da mir das zu blöd wäre. So, was haben wir denn hier? Ein kleines Bier. Nee, haben wir nicht. Oh, 4 Schleimbeutel, 4 Puddings, 4 was weiß ich, was diese Viecher sind. Wir wollen jetzt hier wechseln. Wer ist im Trancezustand? Oh Mann, ich kann das nicht mehr sehen. Kraftklinge. Magieschwert. Kann das eigentlich auf alle gehen? Natürlich nicht. Seine Trance ist halt leider echt verschwendet. Muss man leider so sehen. Ist halt so. Seine Trance ist leider echt verschwendet. Mist. Oh. Ja, der tut es ganz schön weh. Diese Eisattacken von den kleinen Biestern. Ja, mei, tut mir leid, Stein hat eine Trance, haben wir leider echt verkackt. Aber das kommt davon, wenn du niemals alle angreifen kannst, sondern immer nur Einzelziele. Kann ich leider auch nicht bessern dann. Kommt dann vor. So, noch 3 Kämpfe voraussichtlich. Und dann hätten wir jetzt auch unsere nächste Level-Session erledigt. Da bin ich dann auch ganz froh. Muss ich ehrlich gestehen. Leveln macht mir halt auch nicht so viel Spaß. Das ist halt... Müsste mir mal eine Person vorschlagen, auf die wirklich darauf steht, zu leveln. Kenne ich jetzt nicht so genau, die Person. Muss ich ehrlich sagen. Also, die Person will ich halt auch kennenlernen dann. Also es kann bestimmt vorkommen, dass es welche gibt, die bei einem dieses... Ja, ist doch geil, ey, ich schwör, ey, und so. Level 40, wee! Aber ich sag, Leveln ist so ziemlich das Langweiligste an ganzen Final Fantasy. Das streckt die Story so ewig lang. Und das muss halt auch nicht sein, finde ich. Zumal es ja auch viel ungewollte Stellen gibt, wo man levelt dann am Ende... Und das ist halt dann, ja, nervig. Könnt ihr euch bestimmt vorstellen. So, wir werden jetzt zack, 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 leveln. Noch 2 Kämpfe übrigens. Habt ihr das alle mitbekommen? Noch 2 Kämpfe. Mit A4 Mann, jetzt sind es 3 Kämpfe. Da es natürlich klar war, dass wir nicht... Oh yeah. Oh yeah, fuck yeah. Okay, runner, 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 baby. Schlafelixier auf Steiner, das ist natürlich was ganz Feines für einen Steiner. Das ist unser Wayne Rooney, muss man schon sagen. Wir werden hoffentlich bald ein... Also... Ehrlich gesagt finde ich das ziemlich komisch, denn Garnet hat voll wenig Mana-Punkte, kann aber diese ganzen Bestias beschwören. Ramos, Atmos und so, und das finde ich irgendwie voll strange, muss ich ehrlich gesagt sagen. Übrigens, es sind doch noch 2 Kämpfe. Da unser kleiner Freund nur noch 44 EPs braucht und egal was jetzt kommt, es sind über 44 EPs, die wir erhalten. Das heißt, es hat sich also nicht verzögert. Höchstens um einen Kampf hat sich die Levelei hier verlängert. Und ja, der Rest ist gleich geblieben. Bekommen wir nicht mehr als irgendwie 41? Wenn ja, dann hat sich das nämlich mit jetzt erledigt. Das heißt, wir haben jetzt quasi nur noch den Kampf und dann war es das auch schon. Ja. Jetzt, das ist natürlich wie wieder als allerletztes aufgerufen wird, das finde ich ganz schrecklich. 110 hast du fast, ja, fast, ne? Rammen. Ja. Er beschützt seine Prinzessin. Bam, das ist für euch, ihr kleinen Lebkuchengesichter. Weil ihr einfach so scheiße mit mir umgegangen seid. Und das kann ich nicht akzeptieren.
Ah ne, wir brauchen doch noch einen Kampf. 41 waren es leider nur. 41 waren es leider nur. Oh Gott. Aber wir haben genau noch Mana für einen Kampf von Vivi und seine Attacke. Von daher hat sich das Ganze nämlich gelohnt. Tut mir leid, Leute, dass ich immer so viel gähne. Aber bei morgendlichen Aufnahmesessions ist das natürlich nicht ganz so leicht für mich. Hier noch ein bisschen rumzuleveln. Das ist natürlich nicht, also wie ihr euch sicher denken könnt, ist das jetzt nicht das Spannendste der Welt. So, jetzt hat Vivi genau 0 Mana-Punkte. Das habe ich auch noch nie gesehen in dem Spiel bis jetzt. Und dann war es auch noch der letzte Kampf, den wir machen mussten. Bis wir ein Level up hatten mit der Prinzessin und Steiner vielleicht auch, oder? Nee, Steiner hat noch 33 zu bekommen. Das ist jetzt so die Frage. Theoretisch könnten wir jetzt noch so lange leveln, bis sie dann und Vivi auf Level 12 sind. Dann wäre Garnet auf Level 9 und Steiner auf Level 12 auch. Aber ich glaube, das tue ich euch jetzt nicht an, weil sonst reißt ihr mir die Eier aus. Ich denke mal, das sollte ich jetzt lassen. Bin ich mir nicht, denke ich nicht nur, da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. So, dann gehen wir mal hinaus.